An der Stelle komm, einmal die 5 noch hinten dran, dann war's das mit dem Stream Ryan heute. Shield, die letzte Folge für heute gemacht haben. Damit nicht nur wir top ausgestattet sind, sondern auch unser Notfallhandy. Das gibt auch. Haben wir die Rhino Shield Hüllen super stabil, gibt's auch sau viele Designs. Könnt ihr sehr gerne abchecken auf rhinoshield.de. Präsentiert von Rhino Shield. Kulinaria. Die Teilnehmer können freiwillig Elch- oder Rentierköttel essen. Wer die meisten hat, oder meisten isst, bekommt 4 Punkte. Warte, dann 3, 2, 1. Wer keinen isst, bekommt 0 Punkte. Es werden maximal 5 gegessen. Wenn mehrere Teilnehmer... Ich will nicht, dass es das Maximum gibt, weil Micky hat sich sonst 35 reingefahren. Ich soll Scheiße essen. Pass auf. Ich erkläre es gar nicht. Was ist das denn für eine Challenge? Es ist absolut ungiftig, ungefährlich. Kann es sogar gesund sein, wegen der Bakterien im Kot? Du sagst es. Ich pack's grad nicht mehr. Was meinst du? Das ist in meinem Mindset, dass ich Ramen-Nudeln essen will und jetzt kann ich Scheiße essen. Ja, Schatz hat die ganze Zeit gesagt, wie sehr er gutes Essen schätzt, dass man das hier richtig schätzen lernt. Er hat richtig Bock auf Ramen. Ja. Und jetzt sagst du Scheiße fressen. Wir haben hier rechts neben mir ist Losung vom Rentier. Ach da, hier liegt schon Scheiße. Sei froh, dass es kein Elch ist. Elch ist so groß wie eine Olive. Bisschen größer. Also, passiert das schön aus. Passiert das gerade wirklich? Ja. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja. Ich werde auch dran riechen. Auf jeden Fall. Aber ich kann euch schon mal so viel sagen. Ich habe ja heute Morgen so viel Hafer gegessen. Da passt keine Scheiße mehr. Nee, zwei Sachen. Hätte ich nicht so viel Hafer gegessen, dann würde ich jetzt viel Scheiße fressen. Aber ich habe auch Angst, dass wenn ich die Scheiße fresse, der Hafer wieder rauskommt. Das ist es? Ja. Das ist Scheiße. Wie hast du das in der Hand, Mann? Du bist als erstes. Man muss die sich selber vom Kothaufen nehmen. Nein, wirf einmal ein bisschen Scheiße rüber, bitte. Ganz man muss Gott. Das selber nehmen. Jung, ganz kurz. Der Strohl sagt, er braucht die 4 Punkte, weil er bei der letzten Challenge letzter war. Aber ich würde schnell schlucken. Du, wie ich dich kenne, lutschen das wieder. Nee, komm. Oh. Ja, ein bisschen Schiss, dass das so ein Scam-Challenge ist. Nein, überhaupt nicht, wirklich nicht. Ich habe auch Angst, dass wir unterwegs schlechte. Ja. Nicht weil wegen der Inhaltsstoffe, sondern vom Kopf her, weil ich gerade Scheiße gefressen habe. Ich glaube, das ist eine Challenge mit Mindset. So, hier. Das ist eine Mindset-Challenge. Kleine schwarze Knülle. Oh, was? Oh. Du kaust auch total. Schmeckt nach Eis. Eis. Ja. Der Strobel. Ey, nee, oh, wow. Strobel, was? Der ist einfach reingehauen. Und die schmeckt scheiße. Wie Eis, oder? Wieso isst der das so? Boah, warum genießt du das so sehr? Ja. Wie bist du da so dran rum, Chef? Ja. Und? Ja. Holst du die Challenge? Ich hab deinen 10. Ich hab's geschluckt. Nee, ich hab's wirklich geschluckt. Das ist wirklich. Ja, bitte. Oh, ja, aber es ist auf den Zähnen. Hast du darauf rumgekaut? Ja, musst du. Aber da hast du was für den Weg auch. Hast du was so ein bisschen geil. Für den Weg? Bisschen was für den Weg, ein kleiner Leckerli. Schmeckt das Tier. Ich wäre es cool, wenn ich ein bisschen was so zum Nachdenken. Nee, da ist Schnee am Boden. Schnee. So, Freunde, pass auf. Und pass auf, dass im Schnee nicht doch ein Ködel drin ist. Also, meine Spucke ist auch scheiße. Ich weiß, ob ich noch einen esse. Ach, du hast schon einen gestern, weißt du, ob du noch einen isst? Also ich glaube, mir wird gerade schlecht, weil ich der Strom scheiße nicht. Ganz ehrlich, der Strom, das ist ekelhaft. Aber warte, was wäre klar, dass ich es anfange? Ja, das ist klar. Aber auch echt, dafür Respekt, ohne Witz. Ja. Aber ganz kurz, du hast die Regeln vorgelesen, da stand echt nichts von kauen. So. Nee, man muss nur essen, das muss im Magen landen. Das muss nicht so lange am Daumen kleben wie bei ihm, ne? Einfach runter. Nein, ich habe runtergeschluckt. Ja, einfach runterschluckt. Man muss es nur runterschlucken und bei Chef Strube klebt es in den Zähnen. Also schon jetzt. Ich kann nicht. Ich ran. Boah, das ist schon schlecht ein bisschen. Okay, nein, Mickey? Das ist das. Oh. Du kotzt. Eins. Gleich wird so. Oh Gott. Der kotzt, wie geil, du hast gar nichts gegessen mehr. Ihr seid dran. Ich hab echt Angst, dass ich so. Boah, das ist aber ein großer, nehme ich nicht. Oh, was? Oh, das ist gleich der Strom gekaut ist. Das ist meine hier. Ich war schon dran. Die sind alle so groß, Alter. Die sind alle hier, Micky. Nach DIN-Norm Größe produziert mal, worden. Micky. Nach DIN-Norm. Warte. Ja, das sind meine. Ich hab hier zwei. Der ist eigentlich so klein. Schnee ein, geht das ja auch. Der riecht auch nicht.
Also riecht gar nicht. Komm, ein Kran kriegst du hin. Cheers. Das alles war. Warte, warum nimmst du jetzt zwei? Dann bist du doch sowieso voraus. Ja, aber deswegen. Der würde auch 15 essen. Ich kann schon. Würdest du wirklich 15 essen? Ja, wir gucken mal, wo es mich hinführt. Also wir essen jetzt hier Riechscheiße. Wenn zwei Mann fünf haben, geht jeder vier Punkte. Geht jeder vier Punkte? Verrückt doch wieder. Das ist scheiße. Oh, raus! Ist raus. Krieg dich runter. Mann, das ist weg. Ist du hast krank. Zwei. Ich hab zwei. Richtig. Ich dachte aber nur den. Was ist, wenn wir beide zwei haben? Sind wir beide Erster und kriegen beide? Ich würde mir überlegen, ob ich drei beide auf einmal versuche runterzuschlucken. Beide vier dann. Du willst fünf runterschlucken, du hast gerade nicht mal eingeschafft. Ja eben, ich versuche drei auf einmal. Wie viel isst du noch schon? Hast du noch Hunger? Oh. Du hast gekauft! Nein. Das ist hat noch genug zwischen den Zähnen drauf jetzt. So, ich habe hier direkt zwei, ne? Das ist auch mir sehen. Du bist geil, außer drei, das ist zwei. Zwei! Zeig! Max muss von Gemüse würgen, wie ist es bei Scheiße? Also du kannst keine Oliven essen, aber da haust du jetzt hier den Scheiße rein. Was ist danach? Wer ist dann dran? Warum kotzt du jetzt schon? Ja, er redet schon, weil ich will gleich kotzen. Los jetzt! Ich hab richtig Hemmung dazu. Los! Ja, du redest ich schon, weil du kotzt. Ich hab's nicht so komisch. Ich hab's auch so probiert. Es ging nicht. Ich kotze nicht. Ich hab schon zwei, das ist so easy. Du hast so gewirkt. Was ist denn mit seinem Mund, Ruth? Probier's. Ausgespuckt! Genau, das gleich hatte ich auch. Jetzt ist der Kotz über, ich hab keinen Punkt. Das ist geil, Jürgen! Genau, das gleich hatte ich auch. Du hast dich mit zwei übernommen. Übernommen. Aber jetzt ganz kurz, Strobel hat das gekauft. Egal, die drei Punkte nehme ich mit. Mach mal einen, mach mal. Du hast dich übernommen. Du hast dich ein bisschen übernommen. Da war das Auge wieder größer als der Auge. Wenn du eine haben möchtest, das ist ein Doppelpack. Oh mein Gott, ich hab den perfekt mit. Am Arsch ist alle genormt. Der zählt doch nicht, Otto. Otto, sag mal, es ist ein Einzelner. Ja. Musst du auch mal suchen. Schwein, du bist ein Schwein. Aber sofort, wenn du das jetzt, im Mund hast, sofort denkst du. Ich hatte es ganz schon lange im Mund, dann habe ich geschluckt und dann ging's nicht. Alter. Denk einfach dran, dass du Scheiße im Mund hast. Wenn du den nicht packst, müssen wir leider lachen. Wenn du den nicht packst, müssen wir leider lachen. Musst du ihn schaffen. Der war auch so mega kalt, aber du konntest erschrocken. Auch nicht. Du machst deinen Mund schon wieder so komisch. Ja. Lass mal auf. Tu mal so, als wenn das. Denk einfach an den Moment, dass du Scheiße im Mund hast. Das ist Schoki. Das ist Schoki. Das ist Schoki. Da hab ich das aber nicht sehen wie er. Geht ja Schoki. Schoki. So, ihr seid danach fertig, alle, ne? Ja. Du kotzt schon, das ist schon so viel Sache im Maul. Ohr. Oh, du hast Scheiße im Mund dann. Die Sabber mit der Scheiße. Riech dran. Oh, mit der Scheiße. Das geht nicht. Was denkt Selina? Lecker. Was, Selina? Oh, ja. Oh, ja. Oh, der ist hier im Hals. Oh, wo ist Michi? Der hat da reingepisst. Ist geil? Wo ist drin? Gut, dann halte ich mal die Punkte fest für alle. Willst du noch? Wie es geht? Hätte ich glaube ich nicht gekaut, hätte ich noch eins geschluckt. Aber dass du gekaut hast. Dass du gekaut hast, ist so ekelhaft. Ey, lass mal nicht darüber sprechen, dass das zwischen Ziel. Da wird mich echt ein bisschen kotzen. So, Stand der Dinge ist dann, wir haben 4 plus 4. Du bist bei 8 Punkten. Niki, jawohl, führt absolut. Dann haben wir Max mit 3 plus 3 sind 6 Punkte. Stand. Ja, der zweite aber ich. Dann haben wir Miki leider. Ja. Nicht deine Geschmacksrichtung. Chef Strobel hat von 1 plus 3 sind wir bei 4 Punkten. Vorhin holt einer am Flughafen ab, du gehst dann geil essen, daran denke ich eigentlich gerade die ganze Zeit so. Das ist eigentlich so, was mein Mindset so oben hält, weißt du? Samstag, Hamburg, essen gehen, jetzt hier mit den Jungs eine geile Zeit, alle Challenges schaffen, das ist mein Ziel. Und wir dann jetzt noch eine Nacht geschlafen haben, dann ist ja morgen nur noch ein Freitag, gehen wir schon zurück. Also zieh ich das Ding auch durch. Wir halten jetzt Ausschau nach einem guten Lagerplatz. Wir sind jetzt hier rechts den Berg hoch gegangen. Hier haben wir schon 5-mal Wurzelholz gefunden. Das ist ja das, was so geil brennt in der Nacht. Da müssen wir das nicht suchen. Da haben wir noch eine ebene Fläche. Da unten ist der Bach. Da müssen wir gucken, ob der nicht überall zugefroren ist. Ansonsten suchen wir jetzt hier irgendwo in der Nähe unser Lager. Aber es wird jetzt sehr schnell sehr dunkel. Es wird bestimmt wieder alles im Dunkeln aufbauen. Aber haben eine gute Strecke gemacht. Ihr kennt das ja von gestern. Wir haben, glaube ich, gemerkt, es dauert lange, wenn man ruhig macht und langsam. Jetzt haben wir den großen Vorteil, es ist noch ein bisschen hell. Und das Ziel muss doch echt sein, also das würde ich mir wünschen, wir geben Vollgas,
Ja. Wenn wir richtig Gas geben, dann hocken wir nach allem Feuer, können auch noch quatschen und sind nicht einfach nur todmüde, sondern haben ein geiles Lager aufgebaut. Ja. Wer ist dafür? Ja, yeah. Ich war auf jeden Fall dafür. Wir machen jetzt das Lager ready. Otto ist im Bereich abgegangen. Das muss alles schneefrei sein, damit man hier pennen kann, Feuer machen kann. Max hat eine ganz andere Technik, überhaupt nicht eine Technik, die uns Otto gezeigt hat. Aber er ist sehr überzeugt von der Technik. Ist das anstrengend? So, wir haben mal gemerkt, letzte Nacht, wie viele Stunden haben wir gepennt, Max? Boah, 5,5, 6. 5,5, 6. Und wir draußen, was haben wir gehört? Oder gelernt, wie viele Stunden sollten wir eigentlich draußen schlafen bei der Anstrengung? 8. 8 Stunden oder mehr. Jetzt können wir natürlich nicht mehr Stunden zaubern, aber der eine unter Nacht drüber, man kennt vielleicht so das Thema Powernap. Und genau das wird hier oft oben auch gemacht, wenn du weißt, ich bin viel unterwegs, Energie zu tanken. Wichtig ist, nicht über so eine 25 Minuten, halbe Stunde Powernap zu kommen, weil dann falle ich in Tiefschlaf. Ja. In den nächsten Stunden komplett kaputt. Ja. Oh, bin ich schief. Ich hab den Scheißplatz bekommen. Ich fass es nicht. Ich drehe mich fast um, als würde ich den Berg runterfallen. 20 Minuten schlafen und dann wieder arbeiten. Krass. Also, das ist krass. Wir haben jetzt kurz ein Powernap gemacht. Miki hat gesagt, er mag kein Powernap, er kann jetzt nicht schlafen. Der Haferbrei, ihr habt ihm zu viel Energie gegeben. Wir sind jetzt alle wieder wach, sollen unseren Kreislauf in Wallung bringen. Das beliebe ich, Miki, dass er das einfach kann. Wir alle stehen auf und sind übel wach. Und er ist Game Over. Ja, aber. Wir dürfen auf keinen Fall schwitzen. Aber wir das auch schnell durchsehen. Das war komplett fertig. Ja. Aber wir sind schon dreifach so schnell wie gestern. Klar? Otto und der andere Experte machen da noch Druck, dass es noch schneller geht. Aber jetzt wissen sie wenigstens, was wir machen. Gestern haben wir nur Scheißholz angeholt, was nur im Feuer dampft, wo nichts passiert. Und heute haben wir schon, ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Wurzeln als gestern. Das ist geil. Wir müssen ja einmal da reinkriegen, zusammen. Zusammen als Team. Alter! Nein, das hab ich nicht, Scheiße. Oh, runtergefallen. Alter! Die Folge kaputt machen mit dem Arsch. Also, was müssen wir beim Ball beachten? Ne? Ihr müsst nur mal auf eine Stelle irgendwie gerade so zu hauen, ja. Bringt ja gar nichts. Also, treibt es nur rein. Man muss also immer Keile schlagen. So, 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 so. Also, gehst immer hin, links, rechts, okay. Links, rechts, links, rechts. Und treibst dadurch wie so ein V in den Stamm rein. Mhm. Wichtig, dass du auch vom Stamm, vom Stand so bist, dass du einfach niemals abrutschen kannst. Denn wenn das Ding mit voller Wucht ist halt, weißt du, bei der Säge, ja, dann schneidest du dir den Finger jetzt dabei, rutscht irgendwie ab. Dann hat sich das Pendel nicht vorgestellt. Geil, dass wir das Pendel nicht vorgestellt haben. Werbung blockiere! Ich blockiere Werbung! Werbung weg! Das kann ich glaube ich auch so ein bisschen nehmen. Das fand ich ganz cool. Ich finde das auch immer mega verlockend. Ich brauche unfassbar viel Energie, das aufzuwärmen, weißt du? Ja. Das ist halt kaltes Wasser, weißt du? Aber wenn das so klar ist und das da lang strömt, dann das sieht das einfach mega. So erfrischend aus. Im Sommer jetzt der absolute Knaller. Oh, ist aber auch kalt. Ja. Puh. 0 Grad halt irgendwie knapp. Ne? Komm noch ein bisschen. Ich kannte alle nicht vorher oder keinen von ihnen. Ja. Dass ein bisschen Chaos ist, wenn jemand das Ganze nicht kennt. Damit habe ich schon gerechnet. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit einer Grundausbildung, wo Leute auf einmal in den Wald gehen, die noch nie im Wald waren. Dann siehst du genau diese Bilder. Du siehst welche, die motiviert sind, manchmal leider vielleicht nur kurz. Dann siehst du Leute, die lethargisch da stehen, die warten, dass andere die Aufgaben machen, die keine Initiative ergreifen. Also du siehst alles, das komplette Spektrum von, boah geil, lass uns das rocken, wir sind ein Team, hin zu, oh, ich bleib einfach mal stehen, tut so gut, ist mir egal, was passiert. Und deswegen wirkt es vielleicht manchmal so ein bisschen
wie soll ich sagen, unsympathisch, wenn man die Jungs dann halt zusammen nicht zusammenfaltet, ist jetzt falsch gesagt, das sollte ja niemand zusammenfalten sein, aber hier sind wir draußen bei einer Klimazone, die echt saugefährlich ist. Und wenn man da nicht einen gewissen Druck reinbringt, ist das einfach schlecht. Weil da macht sich keiner die Arbeit. Und ich kann nicht für alle Holz hacken, ich kann nicht für alle Wasser machen, ich kann nicht für alle Feuer machen. Geht einfach nicht. Aber das richtig Geile, die haben sich richtig gut gesteigert. Also das kann man wirklich sagen, von gestern zu heute, geile Nummer. Ich fand es richtig cool, zum Beispiel Mickey. Da habe ich mir gestern Abend im Wald schon Sorgen gemacht. Ich dachte, puh, wir sind nur auf Forststraße unterwegs. Ging gar nichts mehr, oder beziehungsweise ganz, ganz, ganz wenig. Ich habe gesagt, boah, das war noch gar nicht richtig angefangen. Und heute ging es querfeldein. Aber der hat den Navigator übernommen, hat richtig Gas gegeben, war super motiviert, hat einen richtigen Weg gefunden. Also der ist Mickey heute mega positiv überrascht. Ja. Wir müssen jetzt auch einmal den beiden helfen. Mickey und ich haben richtig viel Totholz rangeholt, Wurzeln, alles Mögliche. Richtig viel Holz. Die zweite Gruppe ist jetzt irgendwie die ganze Zeit da hinten. Schon seit einer Stunde. Deswegen wollen wir erstmal gucken, wir sollen die jetzt abholen langsam. Reicht jetzt auch mal. Und wir wollen jetzt mal gucken, was die so in einer Stunde für Holz gesammelt haben. Ein Pulver dabei. Wir haben uns sehr stark zu gestern gesteigert. Klar, da geht noch viel mehr. Aber man muss dazu sagen, gestern waren wir Trimax Space unterschätzt. Eine Person hat gesehen. Ich hätte gedacht, dass Trimax der ist, der Schlapp macht und so. Deswegen sind wir einmal kurz geschlafen. Schnecke denkt. Heute waren wir ein bisschen effektiv. Da gibt's die ganze Zeit Gas. Wir sehen jetzt, was jetzt in den 40 Minuten bei rumkam beim zweiten Team. Ah, keine 40 Minuten, du Schwanz. Ja, du, dann säg die selber. Wir haben nicht gesägt, wir haben gespäht. Wir waren diesmal tatsächlich. Wir können euch gleich mal zeigen, was wir einfach abbrechen konnten in der Zeit. Wir haben eine neue Taktik. Nicht sowas mitnehmen. Weil vielleicht ist 15 Meter da drüben das gleiche Ding, aber morsch, du kannst es abbrechen und mitnehmen. Wir haben tatsächlich eine neue Meter gefunden. Ja, ja. Mehr Scouten, weniger Segen. Also wir haben wirklich zehnfach so viel Holz angeholt wie ihr. Kein Witz, ja, aber ist ja egal. Wir sind ja ein Viererteam. Zu viel ein Team und die meinten tatsächlich auch, wenn wir jetzt nur noch das haben, dann sind wir fertig. Wenn die beiden Burschen durch sind, wir sind wir haben durch. Wasser, wir haben Feuer, wir haben unser Lager, wir haben alles fertig. Let's go. Wir müssen jetzt nur noch das machen und dann sind wir fertig. Das kriegst du nicht jetzt auch schon. Doch, Max ist stark, Max ist stark! Ja! Ich helfe. Ja! Ja, mach du doch, hä? Nee, aber du bist echt stark, was sowas angeht. Guck mal, Chef Schrubbe, da bin ich kaputt. Gar nicht. Chef Schrubbe, fick den Baum schon wieder. Einmal weg, ich fick. Oh. Ja! Nochmal. Seht ihr das, wie wir das machen? Wir das? Das ist ein Duo. Das ist sehr stark. Ich seh kurz. Ja! Boom! Boom! Die Wurzel zerlegt. Ein Zehntel einer ist mit Zeit, die ihr braucht. Egal, wir wollen uns nicht vergleichen. Wir sind ein Team. Aber wir sind ein Team, aber Team. Die Säge ist auch stumpf. Die aber und die? Die nicht. Die ist schon stumpf. Okay, let's go. Das war echt die Säge ist schuldig. Habt ihr aber gut gefunden? Ganz klar, die Säge. Oh, danke, Traumbeule. Ja, was macht jetzt noch meistens Spaß? Neues zu lernen. Abo verlängert. Nee, 14 Monate mal, dabei. Gott, antworte mal dem ganzen Satz. Also, mir macht Finnland am meisten Spaß. Ich finde Leben ganz cool. Also, was mir am meisten Spaß macht, ist, hier so neue Sachen zu lernen. Wie man überhaupt ein Lager aufbaut. Was alles dazugehört, weil das wusste ich alles gar nicht. Also, wie gesagt, ich war echt so hier hin und dachte, wir machen halt Survival. Und abends setze ich halt hin und das ist halt ein Lager. Also ich wusste, wir müssen ein bisschen was machen, aber so viel, das wusste ich zum Beispiel nicht. Wie gesagt, ich habe viel Neues gelernt, was ich gar nicht wusste. Also ich habe von vielen falsche Annahmen gehabt und das ist eigentlich immer ganz cool und das gefällt mir sehr. Das Allergeilste, was ich finde, ist, ich fühle mich durch die Abgabe auch des Handys, fühle ich mich so völlig isoliert. Und dass ich so richtig das als Reise, als Survival auch richtig sehen kann, ohne auch abgelenkt zu sein durch irgendwelche äußerlichen Einflüsse. Und dadurch habe ich irgendwie auch ganz andere Gedanken zu dem ganzen Survival-Ding. Ich bin zum Beispiel nicht gedanklich jetzt dabei, was mache ich nächste Woche am Donnerstag, sondern ich denke nur an hier. Ich bin nur hier. Ja, das ist krass. Das ist absolut insane. Normalerweise plant man zu Hause immer 1000 Events und Sachen und Veranstaltungen und sowas und hat super viel um die Ohren. Hier ist es so richtig rudimentär. Jetzt Feuerholz holen, dann Wasser holen, Lager aufschlagen, dann 2 Kilometer gehen, Schlitten hinterherziehen. Es ist richtig geil. Das ganze Survival-Ding, das da alles durchzuziehen den ganzen Tag, ist schon anstrengend, sehr herausfordernd, aber macht unglaublich viel Spaß. Also es ist echt noch viel, viel geiler, als ich mir vorstelle. Ich wollte ja eigentlich hier nur herkommen und eine richtig geile Challenge machen und das einmal zu erleben. Aber dass das so viel Spaß macht, auch mit der Gruppe und mit den beiden Experten zusammen, das ist echt richtig, richtig neu. Ihr müsst sagen, ob die Antwort kitschig ist, aber mir bringt es echt am meisten Spaß in der Runde einfach mit euch.
Weil es so witzig ist, wenn es einmal richtig scheiße geht oder man am Frieren ist und dann rüber guckt und dann muss man irgendwie über den Chef Strobel oder über den Micha lachen, wie der irgendwie dreimal die Karte falsch gelesen wird. Oder ich habe mich stundenlang mit Max, ja, mit den Skiern durch die Gräser schlapp gelacht, was eigentlich eine total beschissene Experience ist. Aber es ist zusammen ist es einfach mega witzig, oder ja. Das ist halt geil, oder? Wie, genauso aber auch Otto, weil er schmunzeln muss, weil wir manchmal einfach so bekloppt sind und so wenig Ahnung von Survival haben. Das ist einfach geil. Also, es ist echt die Runde. Es macht, egal was wir machen, wie hart es ist oder wie anstrengend es ist, es macht einfach alles Spaß und man kann lachen. Das, ja, wie wird das werden? Das wird werden wie in der Grundausbildung, wenn Leute halt da hinkommen und davon keine Ahnung haben. Aber ich habe irgendwie gespürt, die haben schon Bock, wirklich Bock da drauf. Und nicht nur so, ja, wir gehen mal rein und ey, dann wieder schnell wieder zurück, weil wir brauchen nur drei coole Bilder. Und das hat man jetzt gemerkt, dass ihr halt echt Bock habt. Und ich finde es auch schön gruppendynamisch untereinander, dass wenn einer mal nicht so Bock hat, der andere den jetzt mitreißt. Und ich bin mir sicher, das wird immer, immer besser. Und das ist wirklich schön bei euch zu sehen. Das für mich ist am schönsten, den Fortschritt bei euch zu sehen. Werden die vier Teilnehmer den Zielort erreichen? Bleibt gespannt auf die nächste Folge Nerd in the Dirt. Präsentiert von Rhino Shield. Ich werde seit anderthalb Tagen der Sieger genannt. Das wäre jetzt unangenehm, eine Jasper. Das hat aber Spaß gemacht. Ehrlich sagen. Kann ich mal kurz die Aufmerksamkeit von euch haben? Ich möchte mit offenen Karten spielen. Das habe ich echt noch nie gehört, tatsächlich. Also noch nie jemanden erlebt, der das gemacht hat. Wir sind so circa hier. Unser erstes Etappenziel ist, hier hinzukommen. Ich will, dass es noch härter wird. Ich will, dass der Schnee noch höher wird. Ich will, dass es noch kälter wird. Wir können auch mal einen Schneesturm kommen. Das ist okay. Wir sind hier für eine Challenge und dann nehmen wir mit. Mein Handy noch? Mein Handy? Ja, dein neues Handy. Das trage ich direkt die ganze Zeit bei mir. Ja, mega nice. Ja, ultra geil. Komplett heil, ne? Ja. Wieder? Ja. Du Wichser. Voll aus Eis. Du Wichser. Auf Eis auf jeden Fall. Ja, gut. War klar, dass es heil ist, oder? Heil? Halt, gleich mal. Ist heil. Aber man muss auch heil bleiben bei Rhino Shield. Aber das wäre nicht weit, wirklich weit, ne? Ja. Nein! Ich finde das super, dass halt unter das Ding einfach wegpeppert. Das finde ich halt. Ah, das ist Zucker. Ah, schön. Ja. So, das war's wieder. So, ich möchte zwei Dinge sagen. Einmal, ich war extrem lange scheißen. Erster Grund war dafür, wenn ein Bär vorbeikommt und er das sieht, dreht er direkt wieder rum. Der zweite war, ich habe einen kompletten Lachflash bekommen, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja ein Paralleluniversum, wo da eine Bärengruppe vorbeikommt und der Bärenanführer zu seinen vier kleinen Bären sagt, so, ich habe jetzt eine Challenge für euch. Derjenige, der am meisten davon ist, kriegt 4 Punkte. Und dann war ich raus. Dann war ich komplett raus. In diesem Sinne. Wahnsinn. An der Stelle. Gut. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Stream wieder. Danke, dass ihr reingeschaut habt, Support dagelassen habt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Wiederholung auf meinem YouTube-Kanal. Dort könnt ihr jede Folge mit Reaction bei mir nochmal schauen. Dort ist auch Seven vs. Wild und noch anderes Arc-Zeug und Co. Schaut vorbei. Lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns nächstes Wochenende wahrscheinlich erst wieder. Oder spontan Stream unter der Woche, weil ich habe wieder Nachtschicht. Schwierig. Egal. Ihr merkt schon, wann ich live bin. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.